weiß nicht, was wäre, wenn es zwischen Ben und mir vielleicht doch nochmal funktionieren könnte? Ich habe diese Frau geliebt. Ich hätte sie fast geheiratet. Komm rein, mein Toyboy. Mama braucht Zucker. Was machst du hier? Sorry, ich wollte dich hier nicht beim... Ja, ich wollte dich nicht stören. Aber so wie es aussieht, scheint es dir besser zu gehen. Ja, und? Ja, hast du einen Moment? Falls wenn du hier bist, um dich zu entschuldigen, ist es vielleicht ein Ticken zu spät. Hör mal zu, woher soll denn ich wissen, dass Sam mich anlügt? Ich hab's dir tausendmal gesagt. Ich habe sie nicht die Treppe runtergeschubst. Aber du hast es ja besser gewusst. Und ich bin nicht hier, um mit dir zu streiten. Ich möchte mich ganz normal mit dir unterhalten. Wie geht's dir? Wie geht's im Hinterkopf? Geht's dir besser nach dem Schlag gestern? Ja. Was geht denn hier ab? Was macht der Schulhausmeister hier in Vanity? Hab ich was verpasst? Hey, Babe. Was der Hausmeister hier macht, der hätte eigentlich gedacht, dass er mal einen Moment mit Lea alleine verbringen kann. Ja. Kannst du knicken? Du siehst, dass sie Besuch von ihr Babe hat. Verstehe. Ja. Und dir? Kann ich irgendwie helfen? Hast du Kopfschmerzen? Brauchst du irgendwas? Ich will jetzt nicht reden, okay? Okay. Oh. Weiß man nicht aus der Flasche? Nein, mein Büro darf ja schließlich nicht schmutzig werden. Aber dafür doch wir beide, oder nicht? Mhm. Luca, warte mal bitte. Was ist denn los? Hab ich was gemacht? Paco ist da und will mit Sicherheit seine Abrechnung holen. So, es ist nicht geil, wenn wir dann hier in Unterwäsche im Büro sitzen. Deswegen tu mir bitte einen Gefallen und zieh dich an, ja? Luca, bitte. Beeil dich. Nee, ich melde mich bei dir, wenn ich wieder Zeit habe. Sieh bitte zu, dass du dich anziehst, okay? Danke. Hast du deinen Toyboy auch mitgebracht? Boah. Ach so, und du? Rendezvous mit Sam jetzt oder warum hängst du bei ihr in der Wohnung rum? Wohnung kaputt? Hm? Nein, aber die Dusche ist kaputt und deswegen bin ich hier duschen gegangen. Aber ich glaube, ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Also, was bist du hier? Ich will mich auch gar nicht streiten. Du hast gesagt, du willst noch mal in Ruhe reden. Also habe ich mir noch mal Gedanken gemacht und bitte, was hast du auf dem Herzen? Nicht? Gut, dann gehe ich halt wieder. Ja, okay, es tut mir leid. Was tut dir leid? Ja, mir das alles gelaufen ist. Das hätte alles nicht so laufen dürfen. Ich hätte dir das nicht zutrauen dürfen. Das war's. Mehr kommt nicht. So eine Entschuldigung? Wow, Ben, also du hast mich wirklich schon echt oft enttäuscht. Aber dass du mir jetzt nach allem, was passiert ist, mit so einer läppischen Entschuldigung kommst, das schießt echt den Vogel ab. Ich habe dich enttäuscht? Die Leute waren nicht ohne Grund skeptisch. Lea, du hattest schon mehr als genug Dreck am Stecken. Boah, okay. Ich wollte für einen kurzen Moment deine Entschuldigung vielleicht eine Chance geben, okay? Aber das, was du gerade sagst, das zeigt mir, dass du dein Verhalten damit rechtfertigst, dass alle das geglaubt haben? Nicht, weil du mir vertrauen wolltest oder so. Oder weil du vielleicht doch im Nachhinein gedacht hast, dass ich es nicht gemacht habe. Sondern nur, weil alle das geglaubt haben? Wow! Für etwas, was ich nicht gemacht habe. Ich dachte wirklich, es geht um mich, es geht um meine Gefühle. Aber es geht dir einfach nur um dein scheiß Gewissen. Weil der ach so tolle Ben ja immer so fair und korrekt und nett ist, ne? Oh. Hey Lea, es geht natürlich um dich. Du stellst mich gerade so hin, als wäre ich an allem schuld. Ach so, aber ich bin an allem schuld, oder was? Entschuldigung, wollen wir mal zurückspulen? Ich habe mich nicht selber ins Koma geprügelt. Auch mal drüber nachgedacht, dass es gar nicht so weit gekommen wäre, wenn du dich einfach mal um mich gekümmert hättest? Wenn du dich eine Sekunde auch mal nur um uns gekümmert hättest?
Ich dachte wirklich, es tut dir leid. Aber das gerade zeigt mir, dass es das Gegenteil ist. Ich habe diese Pokerspiele nicht umsonst veranstaltet. Und ich habe mich auch nicht zum Spaß mit Sam gestritten. Aber das war dir egal. Alles andere um dich herum ist dir einfach wichtiger. Hi. Es ging wirklich um dich. Ich habe mich bei dir nicht entschuldigt wegen meinem Gewissen. Oder weil ich so korrekt und fair bin. Lea, du liegst mir am Herzen. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich so angegangen bin wegen Sam. Weißt du, was ich mich seit unserer Trennung frage? Wie es so weit kommen konnte. Wir haben uns so sehr geliebt. Also wie konnte diese für uns so große Liebe so enden? Ich will es gar nicht kleinreden. Ja, ich habe viele Fehler gemacht. Aber ich habe mich tausendmal dafür entschuldigt. Und es tut mir von Herzen leid. Und ich wollte dich niemals in Gefahr bringen. Trotzdem habe ich gedacht, dass uns nichts so leicht auseinanderbringen kann. Denkst du da nicht auch manchmal drüber nach? Natürlich. Du bist nicht die Einzige, die an unsere gemeinsame Zeit denkt. Hey, immerhin bist du die Liebe meines Lebens gewesen, die ich heiraten wollte. Danke, dass du noch mal runtergekommen bist. Wie soll es jetzt weitergehen? Wie soll es schon weitergehen? Es wurden Fehler gemacht, die nicht mehr rückgängig zu machen sind, oder? Danke für deine Entschuldigung. Hey, das ist süß. Das ist voll süß. Darf ich ihn dir anstecken? Sehr gerne. Ist alles in Ordnung? Ach, Mann, das war so überwältigend. Willst du auch einen Schluck? Ja, dann Lea, möchtest du auch einen Schluck? Hast du Bock auf eine zweite Runde? Herr Kirsch? Ja, sag mal, weißt du, was mit ihm los ist? Der ist total abwesend, hängt die ganze Zeit nur an unserem Handy. Keine Ahnung, vielleicht hat das irgendwas mit Lea zu tun. Die war heute im Loft und die hat ein bisschen Stress miteinander, keine Ahnung. Moment, ja?
Warum? Oh mein Gott, Maike! Da ist wieder irgendwas und ein Waschbecken. Muss ich vorkommen, bitte. Oh, nicht schon wieder, so eine Scheiße. So, raus. Ja. Hey, krieg ich jetzt noch eine Antwort? Hast du Bock auf eine Runde 2? Ja, nee, das ist keine gute Idee. Der Laden macht gleich auf und ich habe keinen Bock, dass ihr gleich das Team eintrubelt. Ich gehe mich anziehen, das solltest du auch tun. Okay. Alter, was soll das? Nichts. Jetzt erzähl mir, was mit Lea los war. Ich erzähl dir gar nichts. Doch, ich hab den ganzen Tag Zeit. Ich bin heute Morgen bei Lea gewesen und hab mich bei ihr entschuldigt. Wofür entschuldigt? Du weißt nichts davon? Nein. Sam hat Scheiße gelabert. Oh, Ben hat geschrieben. Wow, boah. Paco. Entschuldige. Alter, was machst du hier? Das ist das Darmklo. Ja, ich weiß, aber die Gäste sind eh noch nicht da und ich wollte mit dir reden. Hab dich überall gesucht. Das kann auch erst mal warten. Was hat Ben dir geschrieben? Hat er sich endlich bei dir entschuldigt? Ich habe ihn heute Morgen im Bendy gesehen und er sah echt nicht glücklich aus. Ich habe diese Frau geliebt. Ich hatte mich mit meinen Kindern gestritten, ihretwegen. Ich hätte sie fast geheiratet. Und jetzt? Jetzt hat sie so ein Techtelmechtel mit diesem Luca, den sie selber Treuboy nennt. Mann, das hat mich irgendwie berührt, als er meinte, dass er irgendwie an mich und an unsere gemeinsame Zeit denken muss und an uns. Und ich weiß nicht, wieso mich das so kümmert. Ich war auf einem guten Wege, einfach über ihn hinwegzukommen und auf diesen Typen zu scheißen. Und jetzt macht das das irgendwie alles wieder so kompliziert und ich... Keine Ahnung. Warum kümmert mich das? Was er denkt, was er sagt, was er fühlt. Eigentlich sollte es mir scheißegal sein. No, es tut mir leid, aber ich weiß ganz genau, warum es dir so wichtig ist. Das ist, weil Ben dir immer noch sehr wichtig ist. Im Gegensatz zu diesem Luca. Ich meine, Luca, wolltest du nicht mal erzählen, dass du von diesem Vergewaltiger attackiert wurdest? Und Ben, bei so einer kleinen Entschuldigungssache, läufst du ihm die ganze Zeit hinterher. Das zeigt ja schon alles. Ja, ach, keine Ahnung, du hast ja recht. Ich weiß nicht, was wäre, wenn es zwischen Ben und mir vielleicht doch nochmal funktionieren könnte. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das sind überhaupt keine Gefühle, okay? Lea bedeutet mir ja was. Aber in einer Sache hatte sie recht. Manche Dinge kann man nicht mehr rückgängig machen und sie hat sehr viel Mist gebaut. Und ich wüsste überhaupt nicht, ob ich dieser Frau wieder vertrauen könnte. Also, dass Sam und Lea ja Stress haben, das wusste ich. Aber dass der Stress so krass ist, das hätte ich nie gedacht. Ich bin so sauer auf Sam. Der hat richtig Scheiße gebaut. Ich verstehe die Frau einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Naja. Frauen, wir können nicht mit ihnen, wir können auch nicht ohne sie. Stimmt. Pass auf, mach dir keinen Kopf, okay? Es kommt zusammen, was zusammen gehört. Auch wenn der Weg ein bisschen schwieriger ist. Das wird schon alles. Danke. Wer weiß. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt mal diesen Affentanz denn noch mit anschauen sollen, ha? Meine Güte, dass wir das Geld von mir brauchen, das wusste mir doch von Anfang an. Du bist nicht mein Vater, du warst nie mein Vater und du wirst es auch niemals sein. Alles gut, danke, danke, ich mach das schon. Damit kann ich bestimmt noch was anfangen. Cleo, was hat das zu bedeuten? Wer war das? Wer hat das aufgehängt? Wie hast du es ihm gemacht? So?